Der Speedway-Zirkus macht Station vor den Toren Münchens in Olching. Die sechsten German Open, ein offenes internationales Rennen, stehen heute auf dem Fahrplan. Die Feuerstühle der Stahlschuhdrifter trudeln nach und nach im Fahrerlager ein. Als einer der ersten Fahrer ist Martin Smolinski vor Ort. Der 23-jährige Speedway-Profi ist in Olching der Local Hero. Seine Werkstatt liegt nur 5 Minuten Fußweg von hier entfernt. Smolinski ist nur noch selten in Olching. Als Speedway-Profi ist man permanent auf Achse. In den letzten 3 Jahren hat er hauptsächlich in England gelebt. Dort drehte er für die Coventry Bees in der Elite League, der härtesten Speedway-Liga der Welt, am Gashahn. Momentan ist er im polnischen und schwedischen Speedway-Oberhaus aktiv. Und ganz nebenbei fährt er auch hierzulande in der Bundesliga. Aber während in England und Polen bis zu 20.000 Menschen zu den Rennen pilgern, ist Deutschland Speedway Niemandsland. Daran will Smolly, wie er genannt wird, etwas ändern. Der Global Player aus Olching hat sich vor 3 Jahren selbstständig gemacht. Bei Smolinski Racing vermarktet er sich selbst und sorgt dafür, dass seine Sponsoren in Position gebracht werden. Flo ist einer von 3 Mechanikern bei Smolinski Racing. Er ist damit beschäftigt, die Maschinen für das Training aufzubauen. Bei der Konkurrenz wird ebenfalls gearbeitet. 16 Adrenalin-Junkies aus 7 Nationen werden heute bei den German Open an den Start gehen. Für den Sieg kommt ein halbes Dutzend starker Fahrer in Frage. Darunter auch Martin Smolinski, der bereits 2006 bei seinem Heimatrennen siegte. Bevor die Motoren zum ersten Mal auf Touren kommen, müssen die Maschinen zur technischen Abnahme. Dort werden sie auf Herz und Nieren überprüft. Es gibt strikte Auflagen. Das Lenkkopflager überprüfen wir. Dann, ob die Fahrzeuge einen Ölauffangbehälter haben. Den Dirt Deflektor schauen wir uns an, also ob der die richtige Höhe hat und die komplette Fahrzeugtechnik. Ne? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Top sogar. Auf die richtige Abstimmung kommt es nun an. Bei Speedway-Rennen entscheiden Kleinigkeiten. Ja, jetzt sehen wir, dass hier das Hinterrad noch fällt. Wir ändern jetzt mal die Übersetzung, weil die Bahn durch den Regen doch etwas gedrängt ist. Wenn der Reifen drin ist, Motorrad warm laufen lassen, Kupplung einstellen, Öl auf Temperatur bringen, dass der Ölfilm nicht abreißt, wenn die auf der Rennbahn sind. Und dann sind wir bereit fürs Training. Um die Kupplung kümmert sich Martin persönlich. Ein wichtiges Ritual für ihn. Obwohl die Kupplung nur am Start gebraucht wird. Aber die ersten 20 Meter entscheiden beim Speedway oft schon über Sieg und Niederlage. Flo befüllt den Tank mit Methanol, also reinem Alkohol. Pro Kilometer wird 1 Liter des wertvollen Kraftstoffs, der auch die Funktion der Motorkühlung hat, verbrannt. Die ersten Trainingskiebitze treiben sich schon Stunden vor Rennbeginn im Fahrerlager herum. Dort kommt jeder Fan rein. Speedway ist so publikumsnah wie kaum ein anderer Sport. Die meisten suchen die Nähe zu ihrem Lokalhelden, der jeden Autogrammwunsch bereitwillig erfüllt. Nun gilt die Konzentration zunächst dem Training. So langsam steigt die Spannung, auch bei Martin. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Das ist, wenn ich nicht aufgeregt wäre, dann wäre irgendwas faul, sage ich mal. Aber ich fühle mich ziemlich wohl, bin sehr entspannt und freue mich schon wieder zu fahren hier in Olching. Martin wird sich kurzfristig für einen seiner beiden Motoren entscheiden. S-Babe oder Otto. So nennt er seine kraftvollen 500 Kubikzentimeter Motoren. Beide bringen 75 PS Leistung bei einem Gewicht von nur 77 Kilo. Damit schafft man es von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Die Beschleunigung ist so stark wie bei einem Formel 1 Auto. Auch Martin bringt sich jetzt auf Betriebstemperatur. 4 Trainingsrunden hat er gleich Zeit für den Ernstfall zu testen. Nein, ich fahre noch kurz raus, beide Bikes noch kurz testen, rein zur Sicherheit, wirklich schauen, was ist los, funktioniert alles, passt alles, rein so ein Safety-Check, sag ich mal. Meine Abstimmung habe ich schon, also ich brauche da nicht lange rumprobieren, was machen wir, was tun wir. Nur vielleicht ein Auge auf die Luftfeuchtigkeit werfen, weil es doch heute ziemlich viel, es hat die letzten 3 bis 4 Tage doch ziemlich viel geregnet, sag ich mal. Und wir können keine Elektronik fahren, es liegt alles in meiner Nase oder in der Nase meiner Mechaniker so, und es wird schon interessant.
Die ersten Trainingsrunden werden kritisch beäugt. Martin selbst ist einverstanden mit der kurzen Performance. Sehr zufrieden, Zeiten sind gut, Bikes laufen beide sehr gut, bin zufrieden. Wetter sieht gut aus, Bahn sieht gut aus, ist sehr, hat ein paar schöne Stellen mit drin, wo man schön überholen kann, also wird interessant. Nach dem Training müssen die Motoren gekühlt werden. Dabei hilft ein herkömmlicher Autokühler vom Schrottplatz, der in unterschiedlichen Eigenbaukonstruktionen seinen Dienst verrichtet. Vor Martins Box wird es voller. Der Olchinger Speedway-Star kommt nicht zur Ruhe. Fast nicht. Für 10 Minuten entschwindet er dem Trubel. Eine Massage zwischen Training und Rennen macht Sinn, weil die Muskeln schon warm sind, aber schon durchblutet sind. Und dadurch könnte das dann sein, dass die Muskeln etwas überanstrengt werden. Und so massiere ich jetzt den Muskel wieder weich, damit die Kräfte besser dann wirken können. Und ich lockere es eigentlich nur, die Muskeln. Also es ist keine, in dem Sinne keine richtige Massage, sondern nur meistens eine Auflockerung. Währenddessen wird die Schlange an der Kasse länger. 5000 Zuschauer werden heute erwartet. Für ein Rennen in Deutschland ist das eine Menge. Und was passiert im Fahrerlager zwischen Training und Rennen jetzt noch? Ja, erst einmal werden die Reifen gedreht, weil eine Seite von dem Reifen abgerieben ist und somit weniger Grip da ist. Dann wird neu getankt, sauber gemacht, kontrolliert, ob der Motor in Ordnung ist. Der Martin konzentriert sich, entspannt sich zuerst einmal nach dem Rennen, dann konzentriert er sich natürlich davor. Ja, und dann ist wieder Ruhe eingekehrt, bis zum nächsten Start. Dann wird es ernst. 2 Minuten haben die Fahrer Zeit, um am Startband zu stehen. 5-mal wird sich Martin heute mit jeweils 3 Konkurrenten messen. Jeder steht also gegen jeden der 16 Profis einmal am Start. Für einen Sieg gibt es 3 Punkte. Und die braucht Martin jetzt, um nicht vorzeitig alle Chancen auf den Titel zu verspielen. Der Bayer startet zunächst auf der Innenbahn mit dem roten Helm. Er ist in dem Rennen klarer Favorit. Richard Wolf aus Tschechien und die beiden Deutschen Hans-Jörg Müller und Sebastian Mack treten gegen ihn an. Erster Sieg und 3 Punkte für Martin Smolinski. So kann es weitergehen. In seinem zweiten Lauf setzt sich am Start der Vorjahreszweite Manuel Hautzinger an die Spitze. Martin klebt 3 Runden am Hinterrad des Österreichers. Dann löst sich das Problem von allein. Ein technischer Defekt bei Hautzinger und weitere 3 Punkte für das große Ziel. Zumindest ein Taxi bekommt Manuel Hautzinger, der in der Bundesliga gemeinsam mit Martin Smolinski für den MSC Olching an den Start geht. In der Box prüft Martin, ob seine Maschine noch rund läuft. Den Sieg gegen Manuel Hautzinger will er nicht auf pures Glück reduzieren. Bis auf den letzten Meter kann immer was passieren. Es ist so, man ist dann im Ziel, wenn die Flagge mir zeigt, jetzt ist Schluss. Aber es wäre noch alles drin gewesen und naja, so funktioniert es auch. Wieder reibungslos funktioniert es im dritten Lauf. Von Beginn an setzt sich der Lokalmatador an die Spitze und dort ist er auch im Ziel noch. Damit hat er schon 9 Punkte auf dem Konto und als einziger die maximale Ausbeute. Oh, wir haben gerade Bike gewechselt. Otto, ich war mir vorher schon nicht ganz sicher, weil er läuft gut, aber er wollte nicht so, wie ich will. Und ich habe das Setup ändert wirklich, weil das Trinkkerzenbild war nicht so, wie es sein sollte. Und wir haben dann wirklich diskutiert, sag ich mal, ich sag zu meinem Mechaniker, du,
just in case nehmen wir das zweite Bogen mit davor. Und beim Probestart, das war ich einfach, war nicht sicher. Du musst dich da raussetzen, du musst dich wohlfühlen, du musst wissen, ich mache das. Und mit dem Ding war ich mir nicht sicher, es geht's, geht's nicht. Aber S-Babe, good old, läuft gut, also bin so wie es sein soll. Jetzt machen wir noch einen Zahn schneller, weil er hat doch ganz schön ausgedreht, Ende von der Geraden. Also der Wahnsinn, der Maximum wirklich von der Drehzahl her. Also wir machen, denk mal, spitze Ende von der Geraden, 11.500, 12.000 Umdrehungen. Das für einen Einzylinder, hochverdichtet, tut ihm weh, sage ich mal. Deswegen haben wir leicht umgebaut, aber geht schon. Ganz nah dran am Deutschen ist der Slowene Matej Feržan mit 8 Punkten aus 3 Rennen. Er konnte die German Open bisher als einziger Fahrer schon zweimal gewinnen. Während des 11. von 20 Läufen wird das Rennen wegen eines schweren Unfalls für über eine Stunde unterbrochen. Speedway ist ein gefährlicher Sport. Sebastian Mack kollidiert mit dem Engländer Andrew Appleton und wird später mit Kopf- und Rückenverletzungen ins Krankenhaus geflogen. Aber die Show geht weiter. Die Zuschauer rechnen schon, wer hier heute noch Chancen hat. Die meisten von ihnen drücken Martin Smolinski die Daumen. Dessen größter Fan sitzt in der Sprecherkabine. Vater Georg kommentiert die Rennen bei den German Open. Auch den vierten Lauf seines Sohnes. Habt ihr das gesehen? Der Smolli hat ein Auge. Von der Ausbahn nach innen und harter Fight. Walasek gegen Smolli. Und Walasek geht vorbei. Walasek vor Smolli. Rad an Rad, Ende der zweiten Runde. Und Martin probiert es innen den kurzen Weg, aus dem Walasek. Es läuft die letzte Runde. Walasek, Smolli, Kugelmann und Speiser, so die momentane Reihenfolge. Oh, was ist los? Walasek, wo war ich? Was ist los? 5-13. Ja, gibt's denn sowas? 67. Ein Bayer dazu, das passt doch auf Chor Kurhaut. Der Moment läuft ziemlich gut, ein bisschen Glück gehört auch mit dazu, sage ich mal. Ich bin sehr zufrieden, ich habe aber nach meinem zweiten Lauf Motorrad gewechselt, wie wir vorher mitgekriegt haben. Ich bin auf S-Bike umgestiegen, sage ich mal, und bin sehr zufrieden. Aber es schaut ziemlich gut aus, denke mal, es ist so, jetzt kommt noch ein Hammerlauf, es ist gegen Matej Feržan, er hat im Moment 11 Punkte, ich habe 12 Punkte. Es kommt darauf an, wirklich, wer gewinnt diesen Lauf von uns zwei, oder ist immer so, es ist, wenn er gewinnt und ich komme Zweiter, dann gibt es eine Steche um Platz 1, aber das möchte ich nicht. Am liebsten möchte ich da rausgehen, nochmal 3 Punkte fahren und meine weiße Weste behalten. Besser kann man es nicht erklären. So wie es bis jetzt gelaufen ist, kann ja nicht mehr viel schief gehen. Martin Smolinski ist an diesem Tag die personifizierte Lockerheit und blickt dem letzten Lauf optimistisch entgegen. Sein großer Widersacher hat sich in seine Box zurückgezogen. Dem für Ungarn startenden Slowenen ist die Anspannung vor dem entscheidenden Finale anzumerken. Die German Open 2008 sind perfekt inszeniert. Nur für wen? Martin Smolinski startet von rechts auf der Innenbahn. Matej Feržan ist der zweite von links. Der Start kann schon entscheidend sein.